Lieber Mathis, herzlichen Dank, dass du da bist. Gratuliere zu diesem tollen Raum. Erzähl uns doch mal ein bisschen über diesen Hergang. Wie ist dieser Raum entstanden? Also das ist aus einem Wettbewerb entstanden. Ende September ist die Fondation auf uns zugekommen. Wir hatten dann die sportliche Zeitdauer von 2 Wochen, um ein Konzept, welches überzeugt, zu entwickeln. Wir haben diese Herausforderung gerne angenommen und haben dann im Prinzip einerseits wirklich mit grafisch-gestalterischen Elementen und andererseits mit starken Inhalten punkten können. Was ist jetzt das Einzigartige an diesem Raum? Also ich glaube, das Einzigartige sind verschiedene Elemente. Einerseits haben wir die Verbindung von klassischen Printmedien an den Wänden, welche sehr quasi informativ die ganze Biografie Gauguins noch einmal aufwickeln. Und andererseits haben wir die interaktiven Bücher, welche auch auf die Schaffensweise und Ideen von Gauguin eingehen. Du warst ja Projektleiter. Was war jetzt eine spezielle Herausforderung für dich, in dieses Projekt in einem Museum, in einem Kunstmuseum umzusetzen? Also in einem Museum arbeiten wir immer wieder mal. Spezielle Herausforderung in diesem Sinne war tendenziell eher den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, respektive den Ansprüchen, die man an sich selber stellt, wenn man für ein solches Haus arbeiten darf. Es war sehr angenehm auch, weil es auf allen Ebenen extrem professionell auch verlief. Wart ihr jetzt hier mit anderen Umständen konfrontiert, die ihr sonst vielleicht nicht findet? Gerade während der Aufbauzeit war die Schwierigkeit, dass man, dass der Betrieb eigentlich des Hauses weiter aufrechterhalten wurde. Das heißt, man bewegt sich automatisch etwas sorgfältiger, hat mehr Respekt auch vor Kunstwerken, die da überall rumstehen und muss sich strikt an die Öffnungszeiten halten, was halt bei so Abschlussstress nicht immer einfach ist zu vereinbaren. Ihr habt es ja ganz gut gemeistert. Vielen Dank. Dankeschön.